Clive und ich schwebten einander gegenüber, seine Begleiterinnen hinter ihm und meine mit Obsidian-Edge ausgerüsteten Golems hinter mir. Er befand sich in einem Zustand extremer Verwirrung, von seiner Gelassenheit von vorhin war nichts mehr zu sehen. Das lag zum einen daran, dass er nicht glauben konnte, dass die Barriere, in die er so viel Vertrauen gesetzt hatte, tatsächlich zerstört worden war. Ein anderer Grund war das plötzliche Auftauchen meiner Golems. Sind das wirklich Golems? Ein bisschen modifiziert, aber ja, das sind sie. Das ist vielleicht ein bisschen lang, aber lassen Sie mich erklären. Die Basis meiner Golems stammte tatsächlich aus dem Zauber Adamantitwächter, aber ihr Aussehen war völlig überarbeitet worden. Während des Kampfes mit den Helden hatten diese Golems wie große, grobe Metallenzüge ausgesehen. Jetzt aber hatte ich es geschafft, sie auf die Größe eines durchschnittlichen erwachsenen Menschen zu verdichten, so als wären sie echte Ritter in einer richtigen Rüstung. Im umgekehrten Verhältnis zu ihrer veränderten Größe hatten sich ihre Fähigkeiten stark verbessert. Zunächst möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Edelsteine des Windgefängnisses lenken, die in ihre Körper eingebettet waren. Wenn diese Steine mit Magie gefüllt waren, konnten sie Windstöße erzeugen, die mehr als stark genug waren, um ihre lächerlich schweren Formen in der Luft zu halten. Diese Gegenstände waren eigentlich ziemlich teuer, da sie den Rang A hatten, aber zum Glück hatte ich Clotho an meiner Seite. Mein Kumpel besaß die Fähigkeit Metallisieren, die es ihm ermöglichte, jeden Teil seines Körpers nach Belieben in eine beliebige Metallsubstanz zu verwandeln, wobei die einzige Voraussetzung war, dass er zuvor eine Probe des Zielmaterials berührt hatte. Selbst eine Substanz des Ranges konnte jederzeit, überall und in jeder gewünschten Menge reproduziert werden. Während der ganzen Zeit ließ ich Clotho alles berühren, was uns in Geschäften und auf unseren Reisen begegnete, um seine Datenbank für Metallizize zu erweitern. Zu dieser Sammlung gehörten natürlich auch die Edelsteine des Windgefängnisses, etwas, das wir in der Höhle des Drachenmeers entdeckt hatten, als wir die Helden trainierten. Clotho hatte sie berührt, als sie alle verfügbaren Materialproben einsammelte und sie in den Speicher warf. Erst in Kombination mit einer anderen Fertigkeit, der Spaltung, wurde der wahre Wert der Metallierung deutlich. Der Körper meines Schleimfreundes war nämlich zu enormen Ausmaßen angewachsen, wobei der Großteil seiner Masse im Lager verstaut war. Auf der anderen Seite bedeutete dies, dass Clotho über eine Menge zusätzlicher Masse verfügte, die er nicht benötigte, und er konnte diese überschüssigen Körperteile in jede beliebige metallische Substanz verwandeln und sie vollständig von seiner Hauptform abtrennen. Mit anderen Worten, er konnte eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Edelsteinen und Erzen herstellen. Dieser Partner lieferte nicht nur die Steine für die Golems, sondern leistete von Anfang an einen wichtigen Beitrag zu meinen Schmiedearbeiten. Das zweite Merkmal meiner Golems war, dass sie echte Fähigkeiten besaßen. Im Gegensatz zu den Golems, die auf natürliche Weise in der Welt auftauchten, hatten Golems, die mit grüner Magie erschaffen wurden, diesen Vorteil normalerweise nicht und waren daher darauf beschränkt, nur mit den Werten zu kämpfen, die ihnen zu Beginn verliehen worden waren. Wenn man einem Golem ein Schwert in die Hand drückt, schwingt er die Waffe einfach mit roher Gewalt umher. Dann kam mir die Idee mit den Golems, die von Seelen besessen waren. Sera kannte den Schwarzmagie-Zauber Geisterkontrolle, mit dem geisterhafte Monster leblose Wirte wie Leichen und Rüstungen in Besitz nehmen konnten. Die Seelen, die von meinen Golems Besitz ergriffen, wären in der Lage, alle Fähigkeiten zu nutzen, die sie bereits besaßen. Hochrangige Seelen könnten für diesen Prozess verwendet werden. Aber laut Sera war sie schlecht im Umgang mit Zaubern zur Kontrolle von Menschen und Dingen. Ich vermutete, dass ihre Kräfte wahrscheinlich mit gewissen Einschränkungen verbunden waren, so wie ich bei der Beschwörung an Grenzen stieß.
Die Gedankenintegration konnte nur auf Seelen angewendet werden, die sehr freundlich gesinnt und zur Zusammenarbeit bereit waren. Deshalb wurde Ryan hinzugezogen, da sie ihre Fähigkeit der Begleitung nutzen konnte, um mit allen Seelen, die bereit waren, zuzuhören, in Kontakt zu treten und sie zu überzeugen. Aber die einzige Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren, war die Hilfe von Melfinas Interpretation. Sera, Ryan und Melfina, die zusammen mit einem Geist standen und mit ihm verhandelten, ohne ein einziges Wort laut auszusprechen, hatten eine wahrhaft surreale Szene geschaffen. Nach einiger Suche nach intelligenten Geistern, die gut zu Golems zu passen schienen, entschieden wir uns schließlich für Kampfgeister, die, wie der Name schon sagt, Waffen besaßen, die in Kerkern zurückgelassen wurden, und Eindringlinge damit manipulierten und bekämpften. Um einen Kampf zu vermeiden, gingen wir einen nach dem anderen auf sie zu, um zu verhandeln. Glücklicherweise betrachtete ihre Spezies es als große Ehre, einem Erzdämon dienen zu dürfen, und die Gespräche verliefen so reibungslos, wie man es sich nur wünschen konnte. Die letzten vier Geister, die wir an Bord gebracht hatten, besaßen nun die Golems, die mir zur Seite standen. Sie standen technisch gesehen unter Siras Kommando und wurden stärker, je mehr Feinde sie besiegten. Selbst wenn die Golems, die sie besaßen, zerstört würden, würden die Geister selbst keinen Schaden erleiden, das hatten wir bereits zuvor getestet und bestätigt. Obwohl ihre Werte an die Werte des Golems gebunden waren, konnten sie ihre Fähigkeiten wie gewohnt aufwerten, was ein großer Vorteil war. Und Siras Untergebene waren technisch gesehen auch meine Untergebenen, wenn man von der Art und Weise ausgeht, wie meine Fertigkeit Erfahrungsaustausch auf sie wirkte. Eigentlich träumte ich insgeheim davon, eine Golems-Armee mit diesen vier an der Spitze aufzubauen, aber das lassen wir für einen anderen Tag. Diese Erklärung hat schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, also lasst uns zur Szene zurückkehren. Hem. Als Grünmagier kannte sich Clive wahrscheinlich auch bestens mit Golems aus. Obwohl ich ihren Status mit Concealment verborgen hatte, wusste er also genug, um sich vor ihnen zu hüten. Er nimmt einen ruhigen Tonfall an, aber was denkt er eigentlich? Nun, wie auch immer. Kätzchen, kümmere dich um diese Taugenichtse-Puppen. Um das lästige sprechende Hindernis kümmere ich mich selbstständig. Golems, lasst sie eure Überlegenheit spüren. Oh, aber tötet nicht die Frauen, okay. Wir müssen den Zauber danach wieder aufheben. Ich werde diesen selbsternannten Protagonisten schon selbst zerquetschen. Die Ritterinnen zogen ihre Klingen, als meine Golems ihre eigenen Schwerter vor ihr Gesicht hielten, so wie es Ritter tun. Nachdem ich euch und eure Marionetten besiegt habe, muss ich Ephilchan abholen. Sprich ihren Namen nicht noch einmal mit deiner ekelhaften Stimme aus. Du beschmutzt ihn. Wir lächelten beide und strahlten gleichzeitig eine Aura der Wut aus. Geh. Los. Unsere gleichzeitigen Befehle veranlassten die Ritterinnen und die Golems, sich in Bewegung zu setzen. Erstere verteilten sich mit Fly in verschiedene Richtungen, und letztere verfolgten sie, indem sie die von ihren Wind-Jail-Gems erzeugte Luft wie Düsentriebwerke ausstießen. Einige Sekunden später war um uns herum das Geräusch von Waffengeklirr zu hören. Bist du sicher, dass du sie ihr eigenes Ding machen lassen willst? Sie mögen anders sein, aber letztendlich sind sie nur Golems. Diese Kätzchen sind meine treuen Gefolgsleute. Sie sind ziemlich stark, damit du es weißt. Vertraute Gefolgsleute, ha. Wenn er es so ausdrückt, bedeutet das dann, dass sein Generalleutnant unter den Vieren ist. Sie sahen alle ziemlich ähnlich aus, was ihre Werte angeht. Anstatt sich um andere Leute zu kümmern, solltest du dich lieber um dich selbst kümmern, du möchtegern Protagonist. Ich verstehe. Clive strich sein Pony betroffen zurück. Sieht so aus, als ob du eine Bestrafung brauchst. Keine Sorge,
Ich bin sanft und freundlich. Wie aus dem Nichts zauberte er einen rein weißen Stab hervor und schleuderte mir mit hoher Geschwindigkeit eine sich ausdehnende Windwand entgegen. Hatte er das gerade aus dem Speicher geholt? Wenn das so ist. Ich bat Clotho, den Stab des Baums der bösen Weisen für mich zu holen, und zauberte sofort Wirbelkante darauf. Du besitzt also auch die Fertigkeit Lagerung. Das ist ein ziemlich schmutzig aussehendes Schwert, das ihr da habt. Aber ich muss zugeben, dass es perfekt zu dir passt. Mein Gegner hatte offensichtlich ein kleines Missverständnis, weil ich die Wirbelkante so schnell gewirkt hatte. Ich sah jedoch keine besondere Notwendigkeit, ihn aufzuklären. Enal Eis Eifer riet mir, dass die sich nähernde Wand nur ein Zauber des Rains B war, bei dem der Wirkungsbereich im Vordergrund stand und nicht die Zerstörungskraft. Mit Hilfe meiner Fertigkeit Schwertbeherrschung gelang es mir, sie mit meinem magisch gekleideten Stab leicht zu durchtrennen. Die Gefahrenerkennung warnte mich jedoch, dass hinter dem Angriff noch mehr steckte. Ich werde dir die Ehre erweisen, von mir persönlich zermalmt zu werden. Auf der anderen Seite der Mauer, durch den Riss, den ich verursacht hatte, stürmte Clive selbst, umhüllt von einem frischen Wurf der Helixbarriere. Willst du mich damit zu Tode quetschen? Du setzt wirklich viel Vertrauen in deine Barriere. Ich griff Clives Helixbarriere mit meiner Wirbelkante an. Aha. Wenn du glaubst, dass meine Barriere noch einmal durchbrochen werden kann, nur weil es schon einmal geschehen ist, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Jetzt, wo ich mit diesem Stab ausgerüstet bin, wird sie nicht mehr funktionieren. Schon. Verdammt nochmal. Vortex Edge hielt, aber der Stab des bösen Waisenbaums begann unter dem Druck seines Zaubers zu knarren. Clives Worte waren nicht nur ein Bluff. Seine Barriere war tatsächlich wesentlich mächtiger und stabiler geworden als zuvor. Hahaha. Mein Sieg ist in Sicht. Ephilchaan, hier bin ich. Ich war mir sicher, dass ich das Geräusch einer platzenden Ader in meinem Kopf hörte. Ich habe dir gesagt, du sollst ihren Namen nicht aussprechen, du Arschloch. In meiner Wut ließ ich die größtmögliche Menge an Magie in die Wirbelkante einfließen, die es ihr schließlich ermöglichte, Clives Barriere zu durchdringen und eine tiefe Wunde in seine Wange zu reißen. Er stieß sich sofort ab. Trotzdem muss der Schmerz in diesem kurzen Moment ziemlich unerträglich gewesen sein, denn Vortex Edge bewegte sich mehr oder weniger wie eine Kettensäge. Shurttsss. Es schmerzt so sehr. Oh, das war's dann wohl mit deinem hübschen Gesicht. Was für ein Pi. Als mein Gegner unter den Schmerzen zusammenbrach, schwang ich meinen Stab, um meinen Angriff zu verstärken. Doch mein Schlag verfehlte sein Ziel. Ah, richtig, er hat nachgegeben. Mein Kopf kühlte sofort ab, als ich die zerbrochenen Hälften meines Stabs betrachtete. Nach dem Zusammenstoß mit der Helixbarriere war die Flut an Magie, mit der ich ihn durchdrängt hatte, zu stark gewesen, als dass die Waffe hätte widerstehen können. Danke, dass du die ganze Zeit über durch dick und dünn für mich da warst, Partner. Du kannst dich jetzt ausruhen. Wie kannst du es wagen, mir ins Gesicht? Tut mir leid, Mann. Ich hatte vor, dich schnell sterben zu lassen, aber dieser Typ hier sagt mir, ich soll dein Leiden verlängern, sagte ich und vertraute Clotho die Scherben an. Was zum Teufel, du hast Mitleid mit deiner Waffe. Was für ein Widerling bist du eigentlich? Offenbar kann es einen wirklich beruhigen, wenn man sieht, wie jemand anderes vor Wut explodiert. Ich hatte immer noch nicht vor, Clive zu verzeihen, aber ich war jetzt in der Lage, viel ruhiger und kälter mit ihm umzugehen. Du glaubst doch nicht, dass ich nur die Helixbarriere in petto habe, oder? Hahaha. Gut. Da du danach gefragt hast, werde ich es dir zeigen. Du bist erledigt, nachdem du mich dazu gebracht hast, meinen Rang-S-Zauber zu benutzen.
Ein Rang ist Zauber, sagst du? Das klingt nach Spaß. Ich hoffe, er ist stärker als meiner. Das erfuhr ich erst später von Ephil, aber offenbar war mein Lächeln in diesem Moment mein bisher bestes. Zaubersprüche des Rangs waren eine Art Krönung für Magier. Ein Endziel, wenn man so will. Obwohl es nur darum ging, genügend Punkte für einen S-Zauber zu sammeln, konnten diejenigen, denen es an Talent und Erfahrung mangelte, ihr ganzes Leben damit verbringen, ohne einen einzigen S-Zauber zu erlangen. Außerdem war die Kontrolle, die für die Anwendung eines solchen Zaubers erforderlich war, so hoch, dass selbst diejenigen, die sich als weise bezeichneten, nicht behaupten konnten, dass sie den Zauber, den sie erworben hatten, wirklich beherrschten. Die zerstörerische Kraft von Zaubern des Rangs S stand nicht zur Debatte. Jeder einzelne von ihnen konnte ein Phänomen von der Größenordnung einer Naturkatastrophe hervorrufen. Ein Ausrutscher und eine ganze Stadt konnte in Schutt und Asche gelegt werden. Hahaha. Ich werde euch zusammen mit diesem dummen Wald zerhaken. Der Wind tobte in einem spiralförmigen Muster um Clive herum, ähnlich wie bei seiner üblichen Barriere. Der einzige Unterschied bestand in der Menge der Magie, die jetzt um ihn herum wirbelte. Ich schätze, dass er wahrscheinlich fast seine gesamte MP-Leiste verbraucht hatte, um diesen Zauber zu wirken. Ich hatte gehofft, diesen Wald nicht zu beschädigen, da er mit Ephils Herkunft verbunden ist, aber... Clotho, gib mir den neuen Langst ab. Ein einfarbig schwarzer Stab, der sogar größer war als ich war 170 cm, wurde mir prompt in die Hand gedrückt. Jemand, der mich aus der Ferne beobachtete, könnte ihn sogar für einen Speer halten. Und wie es der Zufall wollte, stand die Farbe meiner neuen Waffe in völligem Kontrast zu Clives weißem Schion. Ich schwang meinen Langstock ein paar Mal hin und her, um zu sehen, wie er sich in meinen Händen anfühlte. Was machst du jetzt? Aufwärmübungen? Was zum Teufel? Im selben Moment, in dem Clive seine Stimme erhob, ertönte eine Explosion. Ephil hatte einen weiteren Blazerö von der Dorfmauer aus abgefeuert. Die brennende Rakete zoomte auf unseren Gegner zu, aber aus irgendeinem Grund zeigte er keine Absicht, sich zu bewegen. Der Pfeil landete einen sauberen Treffer auf seiner Wand aus spiralförmiger Magie. Aha, aha. Lautes Gelächter ertönte aus dem brennenden Flammenball. Schließlich wichen die Flammen zurück, und Clive stand völlig unverletzt da. Blazerö hatte den neuen Zauber, den er benutzte, nicht durchdringen können. Es ist sinnlos. Dieser ist mehr als doppelt so stark wie die Helix-Barriere. Ich weiß nicht, was das war, aber es wird bei mir nicht mehr funktionieren. Und jetzt? Die Barriere schrumpft. Es ist an der Zeit, euch die wahre Macht meines Ranges-Zaubers zu zeigen, Sturmbarriere. Gerade als ich dachte, die Barriere würde in sich zusammenschrumpfen, begannen sich die Winde vertikal auszudehnen und griffen sowohl nach dem Himmel als auch nach dem Boden. Diese letzte Version von Clives Zauber war ein gigantischer Tornado, in dessen Auge er sich befand, ein riesiger Mischer, der Himmel und Erde zerfetzte. Sein mächtiger Sog riss die Bäume des Waldes aus ihren Wurzeln und zerfetzte gnadenlos alles, womit er in Berührung kam. Die Sturmbarriere ist der ultimative Zauber, der sowohl Angriff als auch Verteidigung vereint. Du hast seine Verteidigungsfähigkeit bereits selbst getestet. Und jetzt ist sie zu einem Tornado geworden, der direkt auf euch zusteuert. Ha, 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 ha. Es gibt kein Entkommen. Die Wand des Todes rückte langsam aber sicher vor. Gleichzeitig erfasste mich der aufgewirbelte Wind und zog mich mit einer Kraft, der Fly nicht widerstehen konnte, immer näher heran. Du wirst einen hohen Preis dafür zahlen, dass du das Gesicht des Protagonisten ruiniert hast. Stirb, Abschaum! Clive sah äußerst vergnügt aus, jetzt,
da er den absoluten Vorteil zu haben schien. Sein Leben war nicht mehr in Gefahr, und es sah so aus, als säße ich völlig in der Falle. Er hegte bereits abscheuliche Gedanken über seine Pläne mit Ephil und den Elfen. Ich konnte es in seinen Augen sehen. Ich geriet jedoch nicht in Panik. Während ich mich so gut es ging gegen den Sog des Tornados wehrte, konzentrierte ich mich auf die Spitze meines Stabes. Boreas Todessens. Aus der Spitze meines tiefschwarzen Stabes trat eine magische Klinge hervor, die ihm das Aussehen einer großen, gebogenen Klinge verlieh. Dies war nicht länger ein einfacher Langstock, sondern das Symbol des Sensenmannes, der den Tod bringt. Während Clives Sturmbarriere aus Magie bestand, die sich ausbreitete, um ein großes Gebiet auf einmal zu zerstören, sollte meine Boreas Todessens die Magie auf die vergleichsweise winzige Fläche einer Klinge verdichten. Ich bewegte meinen Stab nur ein wenig, und es gab eine kleine Verzerrung in dem Raum am anderen Ende. Es spielt keine Rolle, was du versuchst. Stirb, schrie Clive, als die Sturmbarriere an Geschwindigkeit gewann. Er hat sich so aufgeregt, dass er vergessen hat, Auge analysieren zu benutzen. Andererseits hat er diese Fähigkeit nur auf Rang A, so dass er damit keine nützlichen Informationen erhalten hätte. Also, ich nehme an, es ist so oder so dasselbe. Ich wusste, dass er auch über Magieerkennung verfügt. Aber er war entweder so geblendet von seinem bevorstehenden Sieg oder hatte so viel Vertrauen in seine Magie, dass er die wahre Natur meines Zaubers einfach nicht begreifen konnte. Es schien ihm nicht in den Sinn zu kommen, dass er dem Tornado unbedingt ausweichen musste. Zu diesem Zeitpunkt war der Tornado schon fast vor meiner Nase. Ich wandte mich ihm direkt zu, hob meine Sense und rief: Wie wär's, wenn du deine eigenen Worte frisst? Ich schwang die Klinge einmal in der Horizontalen. Ein fliegender Hieb flog entlang seiner Flugbahn, breitete sich fächerartig aus und verzerrte die Struktur des Raums, durch den er flog. Wie erwartet, machte Clive keine Anstalten, dem Schlag auszuweichen. Ohne mit der Wimper zu zucken, setzte er seinen Angriff fort, umgeben von der Festung des Windes. Dann erreichte ihn mein Angriff. Verdammt, das war ein bisschen daneben. Sieht aus, als müsste ich noch üben, das zu kontrollieren. Was hast du? Die Sturmbarriere wurde abrupt aufgelöst und verursachte eine Schockwelle, die den ganzen Wald umwarf. Der Hieb von Boreas Todessens hatte sowohl die Sturmbarriere als auch Clives Beine durchtrennt. Kurz über den Knien, um genau zu sein. Der Angriff hörte dort nicht auf. Er breitete sich immer weiter aus, je weiter er kam, und berührte schließlich die Bäume und den Boden. Alles, was sich ihm in den Weg stellte, wurde sauber durchtrennt, und an den Stellen, an denen er in den Boden eindrang, gab die Erde nach. Der sich rasch ausbreitende Schadensbereich kam schließlich in der Nähe des Waldrandes zum Stillstand. Die Bäume, die das Gebiet bedeckten, waren in einem absolut entsetzlichen Zustand. Und ich habe auf deinen Torso gezielt, damit er parallel zum Boden fliegt. Verdammt, Mann! Wie soll ich das nur Nellassan erklären? Meine Beine, meine Beckenstände. Clives Beine knallten auf den Boden unter ihm. Aus seinen abgetrennten Stümpfen floss Blut wie aus einem Wasserhahn. Wenn er nicht sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nahm, würde ich keinen Finger rühren müssen und er würde trotzdem bald keine PS mehr haben. Obwohl ich leicht beeindruckt war, dass er es schaffte, Fly in einem solchen Zustand zu halten, wollte ich ihn auf keinen Fall gehen lassen. Wenn ich direkt auf diese Entfernung zuschlage, werde ich ihn doch nicht verfehlen, oder? Ich nutzte die Beweglichkeit, die mir die Schallbeschleunigung verlieh, und bewegte mich, um vor ihm zu schweben. Gerade als ich meine Sense zum Einsatz bringen wollte. Bei. Wie warte mal kurz. Clive war nicht in der Verfassung, sich um Äußerlichkeiten zu kümmern.
Sein Gesicht war zerknittert und tränenverschmiert, als er um sein Leben bettelte, aber die Klinge eines Sensenmannes konnte nicht aufgehalten werden, wenn sie einmal geschwungen war. Die Klinge des Sensenmannes konnte nicht mehr aufgehalten werden, sobald sie einmal geschwungen war. Der Angriff schnitt durch die Stelle, an der seine Schulter hätte sein sollen, bis zur anderen Seite seines Bauches. Warte, was? Ich habe keine Rückmeldung gespürt. Außerdem kann ich ihn nicht mehr sehen. In dem Moment, in dem mein Angriff hätte ankommen sollen, war Clives Gestalt plötzlich verschwunden. Das reicht, sagte eine Stimme, die ich nicht erkannte. Reflexartig tastete ich meine Umgebung ab und drehte mich um, um in die Richtung zu blicken, die die Stimme angab. Dort stand ein großes Ungeheuer, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte, und auf seiner offenen Handfläche stand ein Mann, der wie ein Adliger gekleidet war. Ich könnte schwören, dass keiner der beiden auch nur den Bruchteil einer Sekunde zuvor dort gewesen war. Clive lag schlaff zu Füßen des Mannes, und das sichtbare Weiß seiner Augen verriet, dass er ohnmächtig geworden war. Haben Sie das gerade getan? Fragte ich und richtete die Spitze meiner Sense auf den mysteriösen Neuankömmling. Bitte, es gibt keinen Grund, sich vor mir in Acht zu nehmen. Ich bin nicht hier, um Sie zu bekämpfen, sagte der Mann und hob seine Hände in einer Pose der Kapitulation, ein ausgesprochen zwielichtig wirkendes halbes Lächeln auf seinem Gesicht. Ich nehme an, dass ich mich erst einmal vorstellen muss. Ich bin Tristan Efatze, der General des Ordens der gemischten Monster. Bevor du fragst. Ja, ich bin derjenige, der den Angriff auf die Elfensiedlung organisiert hat. Es ist mir wirklich ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Der Mann beendete seine Ausführungen, indem er seinen Federhut abnahm und ihn mit einer kunstvollen Verbeugung vor die Brust führte. Du bist also derjenige, der... Um dich kümmere ich mich später. Gib mir erst einmal das Stück Dreck zu deinen Füßen. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Es gibt noch vieles, was General Clive für mich tun muss. Na schön, du hast es so gewollt. Ich hob meine Sense, aber Tristan und sein Ungeheuer verschwanden und tauchten hinter mir wieder auf. Wie ich schon sagte, ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen. Du bist ein Beschwörer. Oh, hey, gute Idee. Woher weißt du das? Und das ist noch nicht alles. Das war nicht nur eine normale Beschwörung, oder? Euer Monster muss eine ziemlich interessante Fähigkeit haben. Haha. Haha. Ihr seid gut, ihr seid sehr gut. Das ist wirklich eine verblüffende Erkenntnis. Ich bin mir sicher, dass sie sehr erfreut sein wird, davon zu hören. Sie? Wer ist, sie? Ah, nein, keine Sorge, antwortete der Trützenier, bevor er sich räusperte, um das Thema zu wechseln. Wenn ich sage, dass ich nur gekommen bin, um dich heute zu treffen, würde ich wie ein schlechter Verlierer dastehen. Also gebe ich es zu. Es ist unser völliger Verlust. Und deshalb werden wir uns jetzt auf die Socken machen. Wir ziehen uns zurück. Meinst du, das lasse ich zu? Ich schaltete schnell auf das Netzwerk um. Cluto, gib mir einen MP-Trank. Aha, ich sehe, was du vorhast. Aber wir werden uns verabschieden, bevor du Zeit hast, dich zu erholen. Aber ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Mit diesen Worten, die unheilvoll in der Luft hingen, verschwanden plötzlich alle meine Gegner. Seltsam, ich habe keine Art von magischem Kreis gesehen. Aber sie sind verschwunden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie in Richtung des Dorfes gegangen sind. Ich habe das Verfolgernetzwerk überprüft. Die Golems hatten die Ritterinnen erfolgreich bewegungsunfähig gemacht. Sera war auf ihrer Seite weitgehend fertig. Melfina und Ryan waren bereits auf dem Rückweg. Die Schlacht ist vorbei, Leute.
Der feindliche General ist entkommen. Ich kehre jetzt ins Dorf zurück. Girard, bleib in Alarmbereitschaft. Ja, mein König. Meister. Ich warte. Hat sie gerade gestottert? Macht nichts, ich bin bald zurück. Dann kann ich persönlich nach ihr sehen. Nachdem ich diesen kurzen Bericht abgegeben hatte, trank ich eilig einen MP-Trank. Es klappt wohl nicht immer alles perfekt. Und warum hat dieser Tristan-Typ das Dorf nicht mit seiner Beschwörung angegriffen? Aber bevor ich etwas anderes tue. Ich schaute in den Himmel, holte tief Luft und schrie. Fuck. Während mein Gebrüll des Bedauerns durch den Wald hallte, schwang ich Boreas Todessens nach oben und schickte einen Angriff, der die Wolken in ihrem Weg durchschlug. Dieser einzige Angriff verbrauchte die gesamte Magie, mit der ich die Waffe durchtränkt hatte, und verwandelte sie in ihren ursprünglichen Zustand als Langstock zurück. Ich fühlte mich fast erdrückt von Selbstvorwürfen, weil ich jemanden, der über eine so gefährliche Fähigkeit wie das Zauberauge verfügte, hatte entkommen lassen. Nach all dem heiligen Gerede, das ich gehalten hatte, stellte sich heraus, dass ich auch meine eigene Magie nicht vollständig unter Kontrolle hatte. Und jetzt sollten meine Gefährten oder andere Unschuldige den Preis dafür zahlen. Wenn ich den ersten Angriff mit Boreas Todessens richtig ausgeführt hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Obwohl diese Schlussfolgerung einen Schatten auf meinem Herzen hinterließ, blieb mir nichts anderes übrig, als zurück ins Dorf zu fliegen. Ich würde an einem anderen Tag darüber nachdenken, wohin ich meine Frustration lenken sollte. Für den Moment hatten wir das Dorf der Elfen erfolgreich verteidigt.